Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen wieder bei Connective Talk, dem TV-Format von Connective Events. Heute zum spannenden Thema neues Geldsystem mit dem Gast Hans-Jürgen Klausner aus der Schweiz. Interessante Sendung. Wir sehen uns. Bis gleich. Ja, lieber Hans-Jürgen, schön, dass wir heute die Gelegenheit haben zu diesem Gespräch, neues Geldsystem. Ja, da gibt es ja viele Thesen momentan, die im digitalen Nirvana kursieren oder die in der Presse eben auch zu sehen sind. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Sendung mit dir. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute unser Gast zu sein. Gerne, danke für die Einladung, Erich. Freut mich sehr. Natürlich. Du bist ja Schweizer. Ja. Und ja, wo bist du denn aufgewachsen in der Schweiz? Erzähl mal so ein bisschen, woher du kommst. Ich bin in Zürich aufgewachsen, ja. Habe zwar sechs Jahre Internat noch in St. Gallen gemacht, habe ein bisschen eine Mischung im Schweizer Dialekt mit St. Galler Deutsch und Zürich, aber in der Schule bin ich in der Schweiz, also in St. Gallen und in Zürich gewesen. Und auch die ganze Ausbildung dann später. Und auch meine Firmen, die ich gegründet habe, sind alle in Zürich gewesen. Ja. Ja, und dort bin ich eben in der Schule auch auf die Grundthese meiner heutigen Sendung mit dir gekommen, ja. Neues Geld. Und das Interessante meiner Jugend war, ich konnte dank meiner Mutter in einer Unternehmerfamilie aufwachsen. Und schon mit 13, 14 Jahren, das war vorbestimmt, ich müsste eine große Schweizer Handelsfirma übernehmen, also Produktionshandelsfirma. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, wie verkauft man diese Produkte, wenn der Markt gesättigt ist? Und diese Frage, ja, so immer im Hintergrund, ja, wie verkaufe ich dann das und das, ja, hat man so im Kopf gedreht. Und mit 19 Jahren in der Schule, in der Mittelschule, hatten wir einen interessanten Lehrer, der war Jurist, der wusste aber gerade nicht so richtig, was für ein Programm mit uns mache. Ja, und dann habe ich ihm die Frage gestellt, ob wir nicht das schweizerische Obligationenrecht lesen könnten. Das Schweizer Obligationenrecht. Ja, das kennt keiner. Der Name ist ein bisschen eigen. Ich habe es mal mitgenommen. Ich habe immer noch das Original von damals. Ja, mein damaliges Schulbuch. Und da hat er gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Ja, er Jurist, wir Schüler wollen ja alle Unternehmer werden. Also ich auf jeden Fall, die anderen vielleicht nicht so. Ja. Und so haben wir da gelesen. Ich lese mal Satz 120 Artikel. Wenn Personen oder zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, so kann jeder ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind. Im Geldsystem gibt es immer dieses etwas kriminelle Wort Fälligkeit. Du musst mir morgen zahlen, ja, oder spätestens in 4 Wochen. So sind ihre Forderungen zu verrechnen. Das Wort verrechnen, ja, vergisst jeder Mensch. Ja, was heißt verrechnen? Ja, wenn du mir etwas lieferst, du lieferst mir Eier und ich dir Birnen und wir haben beide irgendeinen Wert, dann sagen wir, brauchen wir nicht mit Geld bezahlen. So. Naja, da hat bei mir noch nicht groß geklickt, um was es könnte gehen in meiner damaligen Frage. Und zwar eben die Frage, wie verkauft man ein Produkt, wenn ein Markt gesättigt ist? Weil wir waren ja, ich bin ja in den 70er Jahren in die Schule gegangen, da war überall Wachstum ohne Ende. Alles hat geboomt, Zürich sowieso, also wir sind, ich möchte fast schon sagen, im Geld geschwommen. Das hat nie ein Problem gegeben, sich zu überlegen, was mache ich dann nach der Ausbildung, also Lehre oder Jobs gab es genug. Da kam dann nach 116 Seiten der Artikel 314 und den habe ich jetzt hier schon in die Präsentation mit aufgenommen. So habe ich früher meine Vorträge auch begonnen. Zinsvorschrift, denke ich, Moment, es gibt für ein Produkt, nämlich das Produkt Geld, gibt es eine Vorschrift, die unter dem Titel Darlehen Zinsen, Zinsvorschrift lautet. Da sage ich, Moment mal, interessant. Wenn der Vertrag die Höhe des Zinsfußes nicht bestimmt, so ist derjenige Zinsfuß zu vermuten, der zur Zeit und am Ort des Darlehens und so weiter üblich ist. Und dann, mangels Abrede, sind versprochene Zinsen als Jahreszins sozusagen. Da kommt immer wieder diese Terminierung dabei raus. Alles, was Geld ist, wird immer terminiert. 10 Tage netto, 30 Tage oder hier beim Zins 1 Jahr. Ja, wenn du der Bank einen Kredit schuldest, dann sind die Jahreszinsen gemeint. Mhm. Oder? Ja. Also die Verknüpfung von Geld mit Zeit. Ich komme gleich nachher nochmal darauf, was dabei
eigentlich dann energetisch passiert. Also ich lese es mal zuerst fertig. Dann steht die vorhergehende Übereinkunft, dass die Zinsen zum Kapital geschlagen und mit diesem weiter verzinst werden sollen, ist ungültig unter Vorbehalt von kaufmännischen Zinsberechnungen im Konto Korrent und ähnlichen Geschäftsformen, bei denen die Berechnung von Zinsen üblich ist, wie namentlich bei Sparkassen. Natürlich, die Sparkasse klingt etwas volkstümlicher, darum haben sie nicht Bank geschrieben. Also das wurde natürlich alles berücksichtigt, um dem Volk etwas zu verkaufen, als gut gemeint und zu ihrem Wohle natürlich. Die Banken wollen ja nur unser Bestes, nämlich unser Geld. Um es immer so volkstümlich darzustellen, wie auch, dass wir immer glauben sollen, das Geld kommt ja vom Staat. Mhm. Ja. Was ja nicht so ist. Wissen viele Leute immer noch nicht. Ja. Ja. Kommt nachher auch noch eine Folie dazu. Und ja, und eben diese Unwissenheit von was ist Geld? Ja? Oder wie verkaufe ich eben Produkte in gesättigten Märkten? Das hat mich interessiert, weil ich wusste, ich muss eine große Firma übernehmen, 6.000 Leute. In Zürich war das damals eine der ganz großen Firmen schon. Ja? Und mit 2021, glaube ich, ist die Firma in Konkurs gegangen worden. Mhm. Durch einen Bankkredit, der einfach fällig gestellt wurde, Punkt Datum XY. Die Firma war nach der Abwicklung des Konkurses wieder top solvent. Ja? Nur zu diesem Fälligkeitstermin gerade nicht in Bankengeld, was die Banken rausgeben, liquide. Das muss man sich mal klar vor Augen führen. Und das, was er jetzt uns erblüht oder bevorsteht, ist der große Supercrash und Bankrott. Aber das erkläre ich dann in der nächsten Folie. Da kommen wir ja noch auch darauf zu sprechen im Lauf unseres Gesprächs auf diesen kommenden, ja vielleicht finalen Finanzkollaps. Richtig. War denn diese Erkenntnis mit 21, die erste große Pleite sozusagen, dann auch Anlass, das Buch, das du geschrieben hast, Humanwirtschaft, wie kamst du darauf, worum geht es da nochmal genau? Also die Idee hatte ich dann so im Kopf nach dieser Erkenntnis, also ja, jetzt die Erkenntnis war ja, hey, das Gesetz ist ja genial für die Banker, für mich, die Nichtstuer, ja, einen gesetzlichen Gewinnschutz zu haben. Mhm. Gesetzlicher Gewinnschutz, das muss man ja, das steht ja drin, wer Geld verleiht, hat das Recht, Zinsen zu verlangen. Da steht nicht, er muss sich im freien Markt mit Plus, Minus da einpendeln und schauen, wie viel Zins er kriegt. Ich habe mal mit Banker geredet und sagte, wo kämen wir hin, wenn wir so freien Wettbewerb machen würden wie ihr da draußen? Oder wir, die inneren Banker, wir sprechen unsere Zinsen ab. Wir tun ein bisschen so, als ob wir da im Wettbewerb stehen. Aber das ist immer im Plusbereich. Jetzt war auf Null, aber immer noch die Minuszinsen, das ist ja nur bei der Nationalbank. Die Banken untereinander kennen keinen Minuszins. Ja? Und die Leute können sich das auch nicht vorstellen, dass wenn eine Bank für 1% Geld bekommt von der Nationalbank und es für 2% verleiht, dann macht die 100% Gewinn. Ja, natürlich. Und nicht 1% Gewinnmarge, wie man uns verkaufen will, oder? Also das ist eine Verdoppelung ihrer Kosten zum Gewinn. Und welche, und wenn sie natürlich bei 1, 3%, 4%, sie machen die 300-400% Gewinn. Welcher Unternehmer hat das? Und dann ist mir das so logisch gewesen, habe ich gesagt, wir müssen für alle Unternehmer einen gesetzlichen Gewinnschutz haben, wie er hier im Gesetzesbuch der Schweiz für das Produkt Geld steht. Und jetzt die Frage zu meinem Buch. Ich habe natürlich als angehender Unternehmer, ich sage auch immer meinen Kindern, ich kann euch nichts anderes beibringen, als wie man Unternehmer wird. Hm. Ja, habe ich gelernt. Ja. Haben meine Tochter und mein Sohn schon akzeptiert. Und dann habe ich meine eigenen Firmen halt gegründet. Ich war Maschinenbauingenieur und Elektronik. Ich habe viele Patente, über 8 Patente gemacht, habe Werkzeugmaschinen verkauft und so ungefähr mit 44, nach einer zweiten Scheidung, möchte ich sagen, habe ich mich so gefragt, ja, was machst du jetzt? Ja, ich habe mein Haus der Frau überlassen, hat es bei mir so ein bisschen geklingelt, das geheißen, jetzt schreibst du das Buch. Okay. Also war ein zweites persönlich einschneidendes Erlebnis und dann hast du viel, viel später, 20 Jahre, nachdem ich eigentlich die Grundidee hatte, also sozusagen die Grundidee, verkaufen in gesättigten Märkten, was wir heute das Problem haben, benötigt genau das gleiche Gesetz, wie sich die Banken es vor 100 Jahren schon in das Gesetzbuch
der Schweiz auf jeden Fall, und das gilt natürlich weltweit, wie die Banken sich das schon privilegiert haben. Okay. Dann habe ich gedacht, ja, bin ich der Einzige, der so eine verrückte Idee hat? Ja, zu damaliger Zeit warst du vielleicht sogar der Einzige. Auch heute noch? Immer noch, ja. Ich frage ab und zu einen Banker, oder einer hat mir mal erklärt, hat gesagt, nein, die Idee ist gar nicht so schlecht. Wir reden ja in den Wirtschaftsdiskussionen, ich erkläre dann das nachher auch an einem Video, das ich aber nicht zeige, aber ich empfehle, das zu schauen. Es gibt's ja ganz neu, endlich mal von 8 bis 10 Professoren und studierten Wissenschaftlern, die erklären pausenlos, was für ein Unsinn unser Wirtschaftsmodell ist. Ja, ja, endlich. Und dass es eben vor dem Crash steht. Ja. Ja, aber eine Lösung bringt keiner. Und wir reden heute über die Lösung. Und darum geht es ja auch, weil da sind wir an einem Punkt der Geschichte angelangt, dass wir, glaube ich, als Kollektiv erkannt haben, weiter wie bisher ist keine Option. Und jetzt geht es einfach darum, was machen wir denn konkret? Genau. Und da spielt dein Buch Humanwirtschaft und deine Thesen eine große Rolle. Wie bist du nochmal ganz konkret zu diesen Thesen gekommen? Ja, eben. Die Grundthese ist der gesetzliche Gewinnschutz, den ich eigentlich nicht selber erfunden habe, sondern den Banken stehle. Hm. Ja, und sage, liebe Banker... Wir leihen uns das aus. Stehlen tun wir ja nicht. Ne? Gut, okay. Ausleihen. Wir sagen, was ihr euch privilegiert habt, das müssen in gesättigten Märkten alle Unternehmer sich an diese Spielregeln halten. Die Schweiz war ja und ist auch aus dem Grund immer jahrelang so führend gewesen im Gewinn. Die haben für jede Berufsgruppe Mindestpreise vorgegeben, sogenannte Gewinnpreise. Der Architekt, der durfte mindestens 180 Schweizer Franken verrechnen. Da hat keiner sich getraut, darunter zu gehen und gesagt, wir machen ja freien Wettbewerb, ich bin jetzt billiger. Das war Tabu. Und auch dieses Ausverkaufs- Schnäppchenpreis, das war Tabu in der Schweiz. Das gab's nicht. Man hat sich an die Spielregel gehalten. Wirtschaften macht nur Sinn mit Gewinn. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Erkenntnis, was ich einzig von den Universitäten, der Wirtschaftsuniversitäten auch übernehmen möchte. In gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach Null. Den muss man ernst nehmen. Ja, ist so. Ja, weil wenn alle das Gleiche anbieten, jeder denkt, ich mache es ein bisschen billiger, dann kaufen die Leute bei mir. So. Und ich erkläre es auch gern so, der Kommunismus ist an dem zusammengebrochen, dass man dort Gewinn als Kapitalismus verpönte, ist unseriös, wir Sozialisten machen keine Gewinne. Das machen nur die bösen Kapitalisten. Ist ein Fehler. Heute wissen sie es sehr wahrscheinlich. Und wir müssen uns diese These, die ich jetzt hier nochmal in der Folie, und nachher komme ich dann zu den Voraussagen von auch intelligenten Leuten, diese These müssen wir uns merken, gesetzlicher Gewinnschutz. Und wenn der Markt gesättigt ist, was wir seit 1992 haben, da ich ja damals, das war die Stahlbranche, wo ich hätte einsteigen müssen, immer die Baubranchenzahlen verglichen habe oder gelesen habe, die Schweiz hat jährlich 7% Wachstum gehabt in der Baubranche. Und die Baubranche ist ja immer der Motor jeder Wirtschaft. 7%? 7%, das war super, ja. Und plötzlich 1992 siehst du Wachstum 5%, 93 Wachstum 3% und dann plötzlich stagniert's. Ja? Ging sogar minus. Das ist der Hinweis, dass ein Markt gesättigt ist. Da hat's natürlich dann auch weniger Möbel gebraucht, weniger Kücheneinrichtungen gebraucht, weniger und so weiter. Alles, was am Haus hängt, ja? Was hat man gemacht? Ja, man braucht mehr Leute, die diese leerstehenden Wohnungen, also natürlich gibt's dann leerstehende Wohnungen, da kamen die Ausländer. Also wir haben eigentlich nur ein Marktsättigungsproblem und alles, was da dran hängt, mit diesen Ausländerfluten von Europa, ist nur, wir wissen nicht, wie wir das Problem der Marktsättigung, nein, wir wissen nicht, wie wir das Problem des Gewinnverfalls lösen. Dabei steht es hier im Gesetzesbuch. Es geht immer ums Geld, es geht immer ums Geschäft sozusagen. Ich möchte so sagen, es geht um ein buchhalterisches Maß, ich möchte da ein bisschen spezifizieren, es geht um ein buchhalterisches Maß für meine Einmaligkeit, für meine Freiheit und für meine Motivation, überhaupt was zu tun. Wenn du das nur als Geschäft anschaust, ist das ein bisschen ein Überbegriff, der von vielen Menschen falsch verstanden wird. Ja, dem geht es ja nur ums Geschäft. Mhm. Ist negativ. Ja. Nein, ich sage dir, mir geht es um die persönliche Freiheit, um meine Motivation überhaupt hier was zu bieten,
auf dem Planet Erde, den anderen was zu geben. Mhm. Und wie viel frei, also, und was ist mein Einmaligkeitsfaktor? Der Mensch möchte ja sich immer, ja, wie einmalig bin ich gleich wie alle anderen? Gibt's von mir Millionen? Oder bin ich der einzige Erich Hambach? Zum Beispiel. Das will der Mensch wissen. Und das kann man nicht als negatives Geschäftemacherei abtun. Ja, ja, da stimme ich dir absolut zu. Also wir haben seit den 90er Jahren die Situation der absoluten Marktsättigung, vielleicht von China abgesehen, die ihr Wachstum quasi mit Druck und Gewalt erzeugen, und Island, dessen Wirtschaftswachstum hat einfach aus dem Selbstreinigungsprozess der letzten Finanzkrise 2008, 2009 heraus, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Und bringen uns jetzt einfach mal ein bisschen mit auf die Reise in Richtung Lösung. Was sollten wir denn jetzt tun? Danke für diese Frage. Die Lösung, und jetzt kommt's, du hast am Anfang auch noch erwähnt, es gibt ja viele Anbieter jetzt, nennen sich Kryptowährungen. Elektronische Zahlen transferieren. Ich komme aus der Computerbranche, habe jahrelang Computerschule gehabt und Software verkauft. Zahlen transferieren ist keine große Kunst. Und jetzt hinter diese Zahl so was wie einen Namen Bitcoin zu hängen und sagen, das ist das Geld. Und der hat gegenüber Euro oder Franken einen höheren Wert und morgen noch höher. Das ist für mich nur Spekulation. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Das hat nichts mit einer Lösung zu tun. Und wenn solche Leute mal hier in einer Runde mit mir diskutieren würden, frage ich die immer, welche politische Lösung bieten sie an, um ihre Bitcoin oder Kryptowährung staatstragend zu machen? Da bin ich jetzt schon sicher, da wird keiner sagen, ich habe eine ganz glasklare Lösung, wie ich das auf Staatsebene einführen kann. Ich übernehme das und das Ressort und dann sage ich den Leuten, jetzt kommt's. Ihr müsst zuerst mal das Gesetz, das ist auch hier im Gesetzbuch drin, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Das müsst ihr ergänzen. Und überhaupt eine neue Währung einzuführen oder eine neue Zahlungsmethode, das muss man parallel zum Bestehenden einführen können. Man kann nicht sagen, wir fangen morgen, weil eben alle pleite sind, mit einer neuen Lösung an. Könnte man, aber das ist ein gigantischer Kraftakt, möchte ich sagen. Ja. Der wird nicht so leicht sein. Es ist schön, wenn man eine Parallelwährung eben mal 30%, 50%, 70% dazu parallel einführen kann. Aber dafür muss der Staat dieses Gesetz ändern. Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Nämlich alle Kryptowährungen und alle Parallelwährungen sind, oder in meinem Fall, Leistungswertmaßstäbe. Oder Geld ist ja immer ein Wertmaßstab für Leistung, die auf der Rechnung steht. Darum nenne ich die Rechnung in Zukunft nicht mehr Rechnung. Rechnung heißt sie, weil wir Äpfel, Birnen, Tomaten und Steuern zusammen addieren und mit dem Symbol Euro sagen, das ist jetzt Geld. Und darum sagen wir dem Rechnung. Natürlich, wir können nur gleiche Einheiten mit der eben gleichen Währung addieren. Aber ich nenne das, das sind die Leistungswerte, die auf der Rechnung stehen, plus die Steuer und unten steht die Summe. Also ist die Rechnung ein Leistungsbewertungsschein. Ja? Und das Steuergesetz muss dahingehend ergänzt werden, dass man Steuern auch wieder mit Leistung bezahlen kann. Das war ja früher der Zehnte. Früher haben die Leute, die Bauern, die haben Ware beim Gemeindehaus abgeliefert. Ja? Oder Holzstämme, weil sie den Wald gerodet hat und die Stadt brauchte Baumstämme für die Stadtmauer zu erneuern. Ja? Mhm. Dann hat man seine Steuern mit Leistungswerten bezahlt. 1910, als die Banken mit den Nationalbanken, ich sage mal, die Macht im Staat übernommen haben, haben sie als erstes dieses Gesetz gestrichen. Haben gesagt, ab morgen, du Bauer, du bringst mir jetzt Geld. Und zwar mein Bankengeld, das du bei mir leihen kannst und das mit deinen Baumstämmen und Gemüse bringen da an die Regierung als Steuerzahlung. Vergesse es, ist verboten. Naja, ich habe da eine lustige Anekdote dazu. Ein Freund von mir, der hatte beim Finanzamt Landshut, kann man ja ruhig sagen, mal eine Steuerschuld zu begleichen. Und der hat sich einfach gedacht, er probiert's mal und fährt in einen Gemüseanhänger voll Obst, Kräuter, Gemüse, Obst eben vor die Haustür. Hat gesagt, hier sind meine Steuern. Das hat dann zum Tohuwabohu im Finanzamt geführt. Die wussten also ein paar Tage lang nicht, was sie damit machen sollen. Er hat gesagt, nehmt's halt mit heim und verbraucht's privat. Nee, das ist Bestechung, geht auch nicht. Also am Ende des Tages ist es vergammelt und musste entsorgt werden. Also es funktioniert offensichtlich nicht heutzutage.
Es ist sehr schlimm und tragisch, weil genau diese Beamten und Gesetzeshüter wissen, solange nicht wieder der Zusatz im Gesetz steht, dürfen sie nicht verrechnen. Ich habe ja den Artikel 120 vorgelesen. Ja? Ja. Obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist, Leistung mit Gegenleistung zu verrechnen, an Zahlung statt, wieso macht das der Staat nicht? Weil ihm die Banken einen Riegel geschoben haben. Genau. Das hat ja meine gewisse historische Persönlichkeit gesagt, es ist mir egal, wer die Gesetze macht, gibt mir die Kontrolle über die Währungen der Welt und dann ist ja klar, wer hier anschafft. So ist es. Und der andere Berühmte, der hier jetzt auf dem Bild erscheint, der Henry Ford hat ja gesagt, wenn die Menschheit wüsste, wie unser Geldsystem funktioniert, so gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh, den Krieg. Genau. 1923. Ich habe seine Biografie gelesen und in meinem zweiten Buch viele kluge Sätze von ihm übernommen. Das ist wirklich ein ganz intelligenter Mann gewesen. Und ich ergänze den Satz eben, es braucht ein, die Menschen machen heute nicht mehr einfach Revolution. Geht ihnen allen zu gut. Sie verlieren zu viel. Ja? Und man weiß, der Deutsche liebt keine Experimente. Doch nur eben dann wird diese Revolution morgen früh beginnen. Doch nur dann, wenn es eine gut durchdachte und erprobte alternative Geldtheorie gibt und einer, der das kompetent rüberbringen kann. Und das kompetent rüberbringen mache ich gerne jetzt mit dir, Erich, in Form von Internetvideos. Jetzt kommt noch eine wichtige Erkenntnis. 1971 kriege ich die Grundidee. Studiere 20 Jahre lang, ob das einen Sinn macht, ja, darüber überhaupt über das Geld nachzudenken. 20 Jahre später schreibe ich das Buch und 96 gründe ich dann Genossenschaften und setze das Buch um. Ich habe tausende von Vorträgen gehalten, 10 Jahre lang. Ja? Und erst 2005 hatte ich die Software, die man dazu braucht, es richtig dem Volk zu präsentieren. Mhm. Also Internet, du weißt, das gibt es noch keine 20 Jahre. Ja, Internet schon, aber YouTube gibt es seit 2005. Also seit 14 Jahren. Ja. Und erst jetzt, wo wir das so kommunizieren können, außerhalb der Systemmedien, können wir das Volk über Lösungen informieren, die eben außerhalb des Systems sind. Darum, wann kommt der Systemwechsel? Er war vorher gar nicht machbar. Ja, absolut. Da muss ich dir zustimmen. Denn letzten Endes hat die Masse immer diesen Schlagzeilen der Nachrichten gefolgt oder hat sich daran orientiert. Richtig. Und wenn eben nichts anderes transportiert werden kann, wie soll es dann gehen? So viele Vorträge konntest du damals wahrscheinlich gar nicht halten. Nee. Wir waren topmodern eingerichtet. Ich hatte den ersten Farbkopierer, die erste Schnelldruckmaschine. Ich sage immer, jede Partei hat ja im Hinterzimmer eine Druckerei. Ja, das war das einzige Medium, womit man mit Flugblättern die Massen informieren konnte. Ja. Also der Systemwechsel ist erst jetzt machbar. Und man muss es auch ein bisschen noch vielleicht der Zeitgeistkonformität entsprechend auch anschauen. Ja? Ist die Zeit reif dafür? Sind die Menschen aufgeklärt? Ist ein kleiner Wechsel von extremem Materialismus zu was anderem? Was könnte nach dem Materialismus kommen? Eine geistige Erweckung. Die meiste gehörte Floskel heißt, jetzt kommt der Bewusstseinssprung. Ja, wo springt da jemand mit dem Bewusstsein rum? Man spricht vom großen Erwachen. Ja. Also sagen wir, ich möchte mal von einer Bewusstseinsentwicklung, sprechen. Eine langsame Entwicklung, die ich so definiere, Bewusstsein entsteht durch wiederholtes Handeln. Also ich muss ein Werkzeug bekommen, wie entweder ein Buch zum Lesen oder diese Software, die wir hier dann zeigen werden. Und dieses ständige Wiederholen führt dann zum neuen Bewusstsein. Von ein paar Menschen, dann Tausende, dann Hunderttausende. Ich habe mir in diesem Buch, als ich begonnen habe, 96, immer die Messlatte so hochgehängt, habe gesagt, wenn wir mal 100.000 Menschen sind in der Genossenschaft, die 300 Schweizer Franken pro Jahr Beitrag einzahlen, als Beteiligung, nicht als Spesen oder so, ihr seid beteiligt an der Lösung. Ich wusste, dass das die Lösung ist. Ja? Also als Unternehmer kriegt man ein Gefühl, was kann umgesetzt werden. Und ich habe gelernt als Maschinenbauer und Elektroniker, du musst dem Kunden was liefern können, das auch die Garantiezeit überlebt und nicht schon auf dem Transportweg durch eine blöde Verpackung kaputt ankommt. Also solche Fehler darf man nicht machen. Ja?
Also schon die Präsentation des Produktes muss Hand und Fuß haben. Das machen wir jetzt hier auf dieser Ebene. Und dann muss es eine Garantiezeit durchhalten. Ja? Und diese Software, die ich dann erst 2005 durch ein Genie von Programmierer bekommen habe, die hat jetzt also wirklich alle Futures und alle, ich möchte noch sagen, ja, damals schon die tollsten. Ich habe mich immer gewundert, wie können diese zwei, es waren zwei Programmierer, wie können die diese Euroweg, haben wir sie genannt. Ich habe immer gesagt, Euro als Recheneinheit ist keine schlechte Idee. Mhm. Ja, ich möchte sagen, so 1999, 2000 haben ja alle vom großen kommenden Supercrash durch das Zusammenbrechen aller Computersysteme, die ja keine 2000-Daten damals gekannt haben, ist alles nicht eingetreten. Dann mathematisch haben alle Wirtschaftswissenschaftler auch immer vom Totalzusammenbruch des Zinssystems geredet, ist auch nichts passiert. Ja? Und es wird auch nichts passieren. Meine These heißt, seit die Banken entdeckt haben, dass sie Geld im Computer einfach mit dem Eintippen von 1 und dann ein paar Nullen machen können, von Million zu Milliarde zu Billion und Trillion, wieso sollen die jetzt pleite gehen? Ja, die haben ein Interesse daran, das System eigentlich laufen zu lassen. Wenn ich das System erfunden hätte, ich würde es auch über die Zeit versuchen zu retten. Ja, ich gehe nicht hin und sage, Jungs, ich bin pleite, ich höre jetzt auf, macht was Besseres. War das der Grund, dass es damals noch nicht zu dieser erkennbaren Veränderung in Richtung Lösung gekommen ist, weil vielleicht auch der Leidensdruck auf vielen Ebenen nicht groß genug war? Also ich mache mal ein paar Stichworte heute. Plastik im Blut, wir vergiften den Planeten, die Gesundheit der Menschheit nimmt immer mehr ab, obwohl wir angeblich immer älter werden, aber vielleicht nicht unbedingt gesünder. Also insgesamt war es einfach noch nicht schmerzhaft genug. Aber sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir erkennen, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wir müssen eine Lösung jetzt umsetzen. So ist es. Du hast mich auch in deinen Vorträgen, die ich auch mit Interesse verfolge, drauf gebracht, gründet Gemeinschaften. Der Satz ist genial. Das wollte ich vor 10 Jahren, also jetzt sind es ja 20 Jahre schon her, ich habe schon meine 20 Jahre geübt, ein System in die Welt zu bringen. Eben die 100.000 Mitglieder habe ich nicht geschafft. Ja. So knapp 1.000 haben wir geschafft. Ja. Also ich bin weit von meinem Ziel entfernt. Und warum ich die 100.000 Mitglieder wollte und die 300 Franken, ich wusste, das politisch, und ich habe ja vorher die Folie gezeigt, wir müssen ja politisch es umsetzen können. Das heißt, ich habe ein Buch geschrieben, ich sage es jetzt trotzdem, obwohl viele immer sagen, sag das nicht laut. Ja, nimmt dich keiner mehr ernst. Ja. Aber es ist so, wenn wir Revolution brauchen, wie es der Henry Ford gesagt hat, und nicht nur auf dem Sofa warten, bis irgendwo die Revolution und das neue Bewusstsein vom Himmel fällt. Ja, wo macht man eine Revolution? Auf Staatsebene. Wo denn sonst? Ja, wenn ich meine Firma revolutionieren will, dann lacht jeder und sagt, ja, der soll das ruhig dort machen. Oder? Tangiert niemanden, außer mich und meine Mitarbeiter. Aber für so eine staatstragende Geldthematik brauchen wir den Staat. Und eben, wie ich vorher erwähnt habe, wenn andere Geldanbieter und Lösungsanbieter keine Strategie haben, wie übernehmen wir den Staat? So heißt mein Buch. Wie übernimmt man einen Staat? Da brauche ich gar nicht darüber, mit dir jetzt ein Video zu machen. Ja. Aber jetzt wird richtig interessant. Also wie übernehmen wir einen Staat? Ja. Ist ja jetzt schon ein spannender Arbeitstitel. man kann davon ausgehen, dass die etablierten Parteien da nicht rangehen werden. Die haben gar kein Interesse an einem Systemwechsel. So nehme ich das Ganze wahr. Dann würden die ja ihre Macht einbüßen. So ist es. Ja. Also wenn man für das Volk was tun will, und ich habe eine Broschüre mal geschrieben, das war mein erstes Video mit dem Robert Stein, der hat dann das davor zitiert. Mao, ich habe Mao gelesen. Eine Revolution zu machen, wenn die Verhältnisse nicht reif dafür sind, ist Abenteuertum. Aber keine Revolution zu machen, wenn die Verhältnisse reif dazu sind, wäre unverzeihlich. Ja? Und jetzt reden wir eben über den richtigen Zeitpunkt. Ich habe auch immer mich gefragt, die Partei habe ich schon vor 10 Jahren gegründet, die man dazu braucht, um den Staat zu übernehmen. Du musst die Spielregeln einhalten, der Demokratie. Ja. Also wir machen keine Revolution mit Waffen. Also wo kämen wir da hin? Die Zeiten sind vorbei. Die gewaltfreie Revolution. Die gewaltfreie, geistige Revolution, indem wir mal alle, die noch gut denken, ich sage immer ursächlich denken können, nicht nur nachdenken und bedenken. Die Bedenkenträger, die machen alle keine Revolution, die bleiben zu Hause und auf dem Sofa. Und dann kann man
Ich habe natürlich die Anstoße auch bekommen. Wenn man die Schweizerische Bundesverfassung liest, da steht dort drin im Artikel 2 ganz am Anfang, der Staat sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit und ausgewogenen Wohlstand unter den Bürgerinnen und Bürgern. Toll, steht ja da drin. Warum macht er das nicht? Weil die Banken lachen und sagen, das geht leider nicht im Kapitalismus. Dann kann ich dem Banker nur sagen, ja, dann bist du eigentlich ein Feind der Verfassung. Nur sagt er, na und? Hast du eine Alternative? Und darauf gestoßen bin ich durch einen italienischen Staatsanwalt, der genau diese Klage am obersten Gerichtshof in Italien 1984 eingereicht hat. Aha. Und dort gewonnen hat, Herr Staatsanwalt, Sie haben recht mit der Klage. Die Banken sind Feinde der Verfassung. Aber wo ist die Alternative? Dann wird weitergemacht wie bisher. So ist es. Darum sage ich, die Zeit muss reif sein. Wir müssen die Technik haben, die Kommunikationsebene, es den Leuten richtig rüberzubringen, zu erklären, im x-maligen Wiederholen, dass es bei ihnen bewusst sein wird. Und dann müssen wir wissen, wie wir den Staat übernehmen. Sonst hat es keinen Sinn. Genau. Ja, und wie macht man das im Prinzip? Ich vermute mal, dass wir auch uns an die richtige Zielgruppe wenden sollen. Nicht also an die Zielgruppe, die für jede Lösung ein Problem haben, sondern an die Menschen, die gibt's super, tatsächlich. Ja. Sondern an wen sollten wir uns jetzt mit welcher Botschaft wenden? Erklär uns doch das bitte mal, Hans-Jürgen. Also, du bist erst dann attraktiv für diese Menschen, wenn du sie auch noch in altem Schuldgeld honorieren kannst. Sonst kommt keiner. Okay. Sonst sagt jeder, toll gewesen, dein Vortrag, würde mich interessieren, aber weiß, ich muss Geld verdienen bei der Bank daneben dran. Ja, ja, absolut. Das Problem sind sie wieder, dann sind sie wieder beim Systemerhalter und machen dort fröhlich mit, obwohl ihnen die Arbeit, man sagt ja, glaube ich, 70% der Deutschen oder der Menschen mögen ihren Job gar nicht. Sie machen ihn nur wegen des Gelderwerbs. Genau. So, also wir müssen als erstes diesen Leuten den Gelderwerb, damit sie ihre Existenz sichern können, garantieren. Und das geht mit dem Euroweg-System? Noch nicht eben. Noch nicht? Noch nicht, weil noch nicht die 100.000 Mitglieder drin sind. Aber mit den 100.000 Mitgliedern, es kam mal ein Mann zu mir und gesagt, Herr Klaus, das ist genial, wie viel Geld brauchen Sie? Also, wenn Sie gut rechnen können, 100.000 mal 300 macht 30 Millionen. 1997 an meinem ersten Vortrag. Ja, da sagt, das ist genial, das gebe ich Ihnen. Und wenn ich das meinen Freunden erkläre, kommt jede Woche einer und gibt Ihnen die 30 Millionen. Nur das umzusetzen. Und der Tag steht bevor. Also, du musst attraktiv sein. Also die Idee ist, ich muss mal gut sein. Ja. Ja, die muss von professionellen Leuten, inklusive Banker, geprüft sein. Übrigens, das ist ein guter Hinweis. Wenn ich das einem Banker erkläre, weißt du, was seine Antwort ist? Ja, das ist logisch, das kommt mal so. Aber wissen Sie, wir zwei werden das nicht mehr erleben. Ja. Der hat immer noch die alte Zeitschiene im Kopf. Das geht lang. Und wenn ich dem sage, ja, weißt du, wir sind jetzt im Internetzeitalter, da geht alles 7-mal schneller. Und wenn du denkst, es geht 49 Jahre durch 7, macht 7 Jahre, dann haben wir das in 7 Jahren umgesetzt. Ja. Und, also, das sehe ich ganz und in 7 Jahren leben wir zwei doch noch, oder? Ganz locker. Ja? Gerade wenn wir uns mit Gesundheit, gutem Wasser und ähnlichem so anderen beschäftigen. Genau. Und jetzt wird es schon langsam richtig interessant. Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir am richtigen Zeitpunkt der Geschichte angekommen sind. Und das können jetzt wir parallel zum alten System ein neues beginnen lassen, also parallel, wenn ich es richtig verstehe. Richtig. Und wie sollten wir denn jetzt dort vorgehen? Genau, also mal was wir haben, jetzt lese ich es doch mal schnell vor. Wir haben diese Internetverrechnungsdatenbank und wir nennen es elektronischer Wechsel. Ich musste immer wieder in den Gesetzesbüchern nachschauen, mit welchen Begriffen bist du gesetzeskonform? Das ist auch wichtig, natürlich. Ja. Wenn du beim Staat schon mit der Türe ins Haus fällst und mit Boltern und Klamauk, dann sagt er, komm, den müssen wir stilllegen, ja, den sperren wir weg. Ja. Aber du musst ihm entsprechend mit seinen eigenen Begriffen den Weg zeigen. Also wir machen nichts anderes als elektronischer Wechsel, computermäßig verrechnet. Und wir nennen das, es ist nicht nur unser Name, sondern es ist ein sogenannter zinsloser Warenkredit, den die Unternehmer als eigene Parallelwährung machen können. Nämlich, was heißt Wechsel? Wechsel heißt auch wieder hier im Gesetzbuch unternehmereigenes Kreditgeld. Ja, wieso machen die das nicht? Ja, weil die Banken nicht wollen, dass wir dahinter kommen, dass wir ja immer das Recht hatten, eigenes Kreditgeld zu machen. Wir müssen es nur wieder Wechsel nennen. Ja.
Und wenn man heute im Wikipedia nachliest, steht Wechsel, früher ein Zahlungsmittel von Unternehmern, leider aus der Mode gekommen, weil man es nicht elektronisch darstellen kann. Da sage ich, die Schlaumeier, die bringen uns immer wieder weg von der Lösung. Ja. Also nenne ich es elektronischer Wechsel mein System. Das war mir wieder eine Hilfe. Also diese elektronischen Wechsel. Und jetzt, wer kann das neue Geld auf Staatsebene einführen, ohne dass er ein Gesetz bricht? Der Unternehmer. Und ich erkläre auch in einer anderen Folie mit meinen Vorträgen, früher war der König der Geldemittent. Vor 120 Jahren haben die Könige das Monopol verloren. Nein, vor 300 Jahren, 1696, ja. Gründung von der Bank of England, haben sie das Monopol verloren. Aber erst seit 120 Jahren hat sich überall, wenn du die Banknoten anschaust, da stand früher noch Staatsnote drauf, aber seit 120 Jahren steht Banknote. Staatsnote war jetzt plötzlich Banknote. Wie du gesagt hast, gibt mir die Macht, das Geld eines Volkes herzustellen, dann ist mir egal, wer die Gesetze macht. Ja? Aber diese totale Macht haben die Banken erst vor 120 Jahren erreicht. Ja, heute gehören 163 Nationalbanken einer amerikanischen Person, die mal in Deutschland, in Frankfurt begonnen hat. Du weißt, wen ich meine. Ja, natürlich. Gut, also wir bleiben auf Gesetzesebene. Wir wollen dem Staat mit demokratischen Möglichkeiten zeigen, dass wir es besser können. Und dass wir die Lösung haben, um sie aus ihren Systemzwängen zu befreien. Das sind ja alles keine schlechten Leute, die dort sitzen. Die haben ihre Systemzwangfesseln an. Ob bewusst oder unbewusst, ja. Die meisten unbewusst natürlich. Die sagen, ja, ich muss das so machen. Okay, ja, die Gesetze sagen es auch. Wir haben den Unternehmer als Warenkreditanbieter. Mhm. Und eben diese Software Euroweg macht nichts anderes als das, was die Banken schon eben sich monopolisiert haben vor 30 Jahren, das Internet als Transfer für Zahlen. Das nennen sie Geldtransfer, SWIFT. Okay. Ja. Hätten die Unternehmer das Gleiche sofort kopiert für ihre Buchhaltungen und ihre Warenbuchhaltungen vernetzt, hätten die schon lang kapiert, dass sie jeden bargeldlosen Zahlungsverkehr mit Warentransfer-Kreditnoten machen können. So, ganz einfach, gesetzlich legal. Steht drin, Artikel 120 im OR. Und jetzt muss man eben wegen der Parallelität altes Geld, neues Geld, musst du in dieser Software beide Währungen führen. Altes Cash Money, wir nennen das die Kasse, wie in der Buchhaltung. Mhm. Ich hatte mal das Glück, dass ich mal Buchhaltungslehrer spielen durfte. Ja, es war eine Lehre zu meinem Buch. Man muss Buchhaltung beherrschen, um das Problem zu lösen. Ja? Der Buchhalter versteht das auch sofort. Wie der Banker und der Buchhalter versteht das sofort. Ja? Nur dieses Wissen haben die für sich als Insider-Branchenwissen gehütet und nie dem Volk gegeben. Ich sage auch, die Kirche hat einen Fehler gemacht. Sie hat uns zwar Lesen und Schreiben beigebracht, aber nie Buchhaltung. Ja, selber beherrschen die Buchhaltung, glaube ich, ganz gut bei der Kirche. Ja, die schon. Ja. Es gibt ja noch das obere, sage ich mal, Führungsdirektive von der oberen Elite, König zum Papst. Wen willst du spielen? Also ich mache jetzt mal den König. Ich sage dir, du hältst sie dumm und ich halte sie arm. Genau. Dann haben wir immer unsere Macht unter unserer Kontrolle. Nimmt uns niemand weg. Du, der Papst, du sorgst dafür, dass das Volk dumm ist, bringst ihnen zwar Lesen und Schreiben bei, damit sie meine Rechnungen lesen können und wissen, wann sie die Zinsen zahlen müssen, aber sag ihnen ja nicht, dass wenn sie Buchhaltung lernen würden, bräuchten sie mich als Banker nicht mehr. Und daran haben sich ja beide gehalten, offensichtlich. So ist es, so. Das ist die Software, die mir mein Programmierer, in der Zwischenzeit hat er 40 Programmierer, aber mit 6 Leuten hat er mir die vor 3 Jahren neu gemacht. Also ich hatte sie schon 2005 und die Geschichte ist wirklich zeitkonform wichtig, dass ich dir die erzähle. Okay. Ich sage ihm, vor 10 Jahren habe ich aufgehört, über mein Buch Vorträge zu halten. Ich habe gesagt, die Menschheit, die braucht ein bisschen länger als ich vielleicht als Vordenker. Ich vergrabe mein Buch für 100 Jahre. Ja. Aber jetzt haben wir es nach 10 Jahren Gott sei Dank wieder rausgeholt. Dank Internetzeitbeschleunigung. Gut, die 100 Jahre sind rum. Und auch mein Programmierer, der ist 20 Jahre jünger als ich, ich glaube sogar 30. Also ein ganz junger Mann damals gewesen, wo ich mit ihm begonnen habe. Und dann ruft er mich an und sagt, du, ich mache dir die Software neu, die jetzt schon über 10 Jahre veraltet ist.
Da sage ich, ja, ich kann mir die nicht leisten. Meine Software hat mal eine sechsstellige Summe gekostet. Ja, ich mache dir die gratis. Ja, wie kommst du drauf? Ja, das ist mein sozialer Beitrag für die neue Zeit. Sag ich, ja, bist du spirituell geworden und so? Das war am Anfang nicht. Ja, ich habe das schon nachverstanden, was du da immer auch, ich mache da immer meine spirituellen Hinweise, ja, was ist wichtig. Und dann, nachdem er dann gemeint, er macht es in drei Wochen, so schnell über Ostern und so, alleine, am Schluss war das viel mehr Arbeit, am Schluss hat er 3 Monate gebraucht und 6 Programmierer von seiner Firma. Da sagt er, ja, hätte auch über 100.000 gekostet, müsstest du das bezahlen, aber ich schenke dir die gratis. Dann sage ich, ja, aber jetzt sag mir noch das Motiv. Dann sagt er, weißt du, ich habe viele Banker in meinem Umfeld und jeder Zweite hat mich gefragt, Herr sowieso, welche Software empfehlen Sie uns für die Zeit nach dem großen Crash? Damals schon. Vor 3 Jahren. Dann fragt er zurück, ja, wann kommt denn der große Crash? Antwort, ja, in 3 Jahren gibt es uns alle so nicht mehr. So eben mit dem Zinssystem. Die wussten ja, dass sie auf Null gehen und dann brauchen sie ein neues System. Das hat bei ihm natürlich Bingo gemacht. Dann hat er sich gesagt, na, die Software habe ich ja, sie ist zwar 10 Jahre veraltet, aber ich glaube, ich muss die dringend neu machen. Ja, weil die suchen sie. Ja. Nachdem er sie gemacht hat, hat er gesagt, natürlich ist das dein Eigentum, weil ich habe sie ja bezahlt. Du könntest sie den Banken anbieten, und da hat er mir auch die Summe genannt, die ich immer für mein staatsübernehmendes Kässeli brauche, nicht unter 30 Millionen. Also die Software bezeichnet er als Profi im Wert von 30 Millionen und drüber. Wenn du Bitcoin fragst, dann sagten sie, auch seine Software hat Millionen wert, oder? Ja, klar. Das ist so. Und ich habe das auch getestet. Ich habe einem russischen Banker die Software gezeigt. Der war also aus allen Wolken gefallen. Der war so begeistert und hat mir also Sachen prophezeit, die eben die Zukunft sind. Und jetzt kommt's. Schweizer Bundesverfassung und ich in der Schweiz aufgewachsen. Ja? Ich habe Schweizer Militär gemacht, eine Schweizer Militaristenfamilie. Mein Stiefvater war Oberster und so weiter. Ich kenne die Schweiz, ich liebe die Schweiz. Und ihre Gesetze sind die besten im Moment noch wegen der direkten Demokratie. Du sagst ja, wie setzen wir das um? Wir können nur noch in der Schweiz sofort, wenn wir die 30 Millionen haben, weil eine Volksinitiative kostet um die 4 Millionen. Wenn du die professionell machen willst, du musst Universitäten mit einbinden, dann wissen schon mal etliche Professoren, was du davor hast. Nachher kommen die Massenmedien, die müssen das veröffentlichen, dann gibt es nach 3-4 Jahren eine Abstimmung. Ja? Und diese, ich sage jetzt gerade mal 5 Jahre brauchen wir noch, weil dieses Jahr sind Wahlen in der Schweiz, also 19 und dann 23. Und wenn wir jetzt eine auf 23 Strategie ausrichten, die Kapitalbeschaffung, die Volksinitiative als Werbeplattform, damit jeder Bürger der Schweiz weiß, es gibt eine Lösung, wo die Banken sagen, ja, wir können das nicht umsetzen, Wohlstand für alle und Chancengleichheit. Ja, aber die Humanwirtschaft kann das. Ja, dann müssen wir doch Humanwirtschaft wählen, ist doch logisch bei den nächsten Wahlen. Wollen Sie jetzt Wohlstand für alle oder wollen Sie nur da 5% Reiche, noch 15% knapp so Mittelschicht, aber schon eher am unteren Rand und die 80%, man nennt sie ja die sogenannte, die verlorene Gesellschaft, die man eh nicht mehr braucht, wenn man jetzt noch die Computerisierung, also die ganze Informationstechnologie auf die Spitze treibt und Roboterisierung. Was machen wir mit diesen 50% kommenden Arbeitslosen? Mhm. Ja. Wir haben die Lösung, und jetzt kommt's, das habe ich vorher noch nicht ganz richtig auf den Punkt gebracht, über den Warenkredit. Ja, dafür braucht man die Software. Ja. Wie geht es eben? Also wie man parallel im alten System noch weitermacht, ist ja im Grunde klar. Aber wie können wir jetzt als Unternehmer oder als Konsumenten mit dem neuen System uns parallel schon entwickeln? Wie funktioniert genau. das? Ich bin froh, wenn das System dieses Jahr, oder, also das, was die Banker gesagt haben, wäre jetzt Ende dieses Jahr oder Markus Kral, Professor von und zu, sagt, nächstes Jahr sind alle Banken pleite oder mindestens die Hälfte. Kommt noch die Folie. Das wäre eine Katastrophe. Ich will keine Pleite der Banken. Ja, wünscht sich keiner. Ha? Also ich mache auch für jedes Jahr, wo es noch nicht passiert, mache eine Flasche guten Wein auf. Eben, ich auch. Also, hoffentlich hält das System noch 4-5 Jahre. Ha? Beten wir. Ja, wir beten mal. Für Sie. Sind ja keine schlechten Menschen. Ich bin ja in der obersten Elite aufgewachsen. Ich liebe diese Menschen. Sie sind alle lieb und nett, sympathisch. Da gibt es keine
durchgeknallten Psychopathen, die nur das Schlechte für die Menschheit wollen. Das habe ich dort nirgends festgestellt. Also, und eben Humanwirtschaft ist eben in dem Sinn keine Revolution, wo es einen Teil Verlierer gibt, weil wir was umverteilen, sondern in gesättigten Märkten ist genug für alle da. Und das ist ja meine These. Du musst den Materialismus, der dich immer zum, es gibt zu wenig, es sind, wir sind im Mangel. Alle sind im Mangelbewusstsein gewesen, ja, hoffentlich bald. Ihr müsst endlich begreifen, auch die Elite, es gibt genug für alle. Ja, für ein richtig anständiges, menschenwürdiges Leben, wie es in der Verfassung steht. So. Mhm. Und jetzt komme ich nochmal schnell auf die Parallelität vom alten System zum neuen, dass wir diese 4 Jahre das testen können. Die Menschen machen keine Experimente, wir in Europa sowieso nicht. Die wollen immer die Brücke zurück im alten System offen lassen. In Deutschland vor allen Dingen. Ach, Deutschland sowieso. Dann gibt es hier, wenn man nachher diese Grafik mal anschaut, das siehst du hier, verfügbarer Betrag, das setzt sich zusammen aus dem sogenannten Einkaufsrahmen. Das nenne ich eben Einkaufsrahmen in der Softwelt, das nennt sich Warenkredit. Dann gibt es ein Depotkonto, das nennen wir noch um, das ist das Cash-Money-Kassa-Konto. Das ist die parallel alte Währung, für mich schon alte Parallelwährung. Und unsere virtuelle Zukunftswarenkreditwährung ist natürlich übergeordnet. Ja? Und dann gibt es Kontostände hier, die also plus sind, weil auf dem Warenkreditkonto ist es eine Minuszahl, die eben dazugehören. Und dann kommt ein verfügbarer Geldbetrag raus. Das sind aber nur Geldwerte. Ich nenne das Geld der Zukunft ja nur noch Wertspeicher. Also meine früheren Vorträge hießen immer Entmaterialisierung des Geldes. Was heißt Entmaterialisierung? Eliminiere den Zeitfaktor. Wenn du aus einer Recheneinheit mit einem Faktor Zeit das koppelst, dann machst du ein Produkt draus, dann machst du die 3 Dimensionen. Energie mal Zeit gibt... Nein, Wert mal Zeit gibt Energie, so. Das heißt, wir müssen diese sogenannten Zeitelemente aus dem Geld, das nur eine Recheneinheit sein muss und darf, eliminieren. Dann werden wir zeitlos und dann gibt es das Wort Fälligkeitstermin nicht mehr. Und auch kein Zins mehr dann, oder? Ja, der Zins ist ja der Fälle, ist ja der Zeit. Genau. Zins heißt ja immer Schuld pro Zeit. Und in Märkten, die steigen, arbeitet der Zins für das Bankensystem, aber in der Degression gegen das Bankensystem. Darum kriegen wir als Volk immer weniger Kredit, weil die Banken sagen, früher konntest du mit 5% Eigenkapital ein Haus bauen. Dann mit 10, dann mit 20, jetzt musst du schon bald 30-40% Eigenkapital haben. Ja, weil die Banken wissen, das Haus könnte theoretisch auch immer weniger wert werden, weil es zu viel gibt. Mhm. Etwas, das im Überangebot ist, verliert den Wert. Das wissen die Banken ja auch, oder? Also wir haben hier beide Währungen. Dann kommt das noch Entscheidende, dass ich auch mich wundere, dass da noch keine Bank drauf gekommen ist. Aber ich danke den Banken, dass sie nicht drauf gekommen sind. Jetzt müssen die ja vom Zins ein anderes Einkommensmodell haben. Man sagt auch in diesen oberen Etagen, ja, das Einkommensmodell der Banken ist tot, Zins ist null. 80% der Einnahmen einer Bank sind Zinsen. Sagt ja der Herr Krall auch. Richtig, jetzt fallen die weg. Ja, da müssen wir ein neues Geschäftsmodell haben. Hier ist es, heißt Euroweg. Was ist das neue Geschäftsmodell? Ja, ihr hättet, das habe ich dem Banker auch erzählt, ihr habt den Zug verpasst, wo ihr vom Zins auf Buchungsprovisionen hättet umstellen müssen. Damit ihr aber Buchungsprovisionen von was denn eigentlich kassieren könnt, hättet ihr jedem Kunde bei jeder Kontoeröffnung einen kostenlosen E-Shop anbieten sollen, dann würden alle Warentransfers über diese E-Shop, und das kommt in Zukunft, ja, dass die größten Mengen der Waren über E-Shops bestellt werden, dann wären sie online über eure Bankkonten auch gleich bezahlbar gewesen und dann hättet ihr Buchungsprovisionen verlangen können. Danke, dass ihr es nicht gemacht habt. Wir machen jetzt das. Ja. Also hätte jeder Konsument seinen eigenen E-Shop und wir würden dann auch sowas wie Amazon, was ja nicht dem Wohle der Menschheit dient, das können wir dann transformieren sozusagen. Jeder hat seinen eigenen Amazon-Shop. Ja. Okay. Das ist hier integriert, das wäre dieses Bild, kann man dann nachher in Ruhe anschauen. Und eben das sogenannte Cash-Kassa-Konto, das ist ein wichtiger Punkt, hast du mich auch drauf gebracht, das ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen, weil wenn ich das erzähle, dann heißt das, ja, der will nur Geld sammeln, oder? Aber wenn das andere Leute kapieren, dass das eine Lösung ist für die
Crash-Situation. Ich sage ja nicht, dass es crasht, sondern ich sage immer, für den Fall der Fälle, weil es gibt Leute, die am Crash immer Geld verdienen und den Crash gerne provozieren. Und wie stark die sind, kann ich nicht beurteilen. Ja? Und ich weiß, wer den Crash gerne möchte. Und der ärgert sich jedes Jahr, dass er ihn wiederum nicht einführen konnte, den Crash. Ja? Und ich weiß auch, warum der Crash nicht funktioniert. Ich kann es ja kurz sagen, wenn es dich interessiert. Ja, gerne. Bin ich sehr wahrscheinlich der einzige Geldtheoretiker, der das sagt. Durch die Konkurswelle der letzten 20, 30, 40 Jahre hat sich Zinsschuldgeld in freies, zirkulierendes Geld umgewandelt. Theoretisch ist alles Geld Zinsschuldgeld, weil es durch einen Bankkredit entstanden ist. Ja. Wenn aber die Wirtschaft pausenlos pleite geht, dann lösen sich Bankkredit-Rückzahlungsverträge ins Nirvana auf. Aber das Geld, das ich dann von der Bank geholt habe, das zirkuliert für mich dann nicht als Schwarzgeld, sondern Graugeld. Und diese Geldmenge ist so außer der Kontrolle dieser Leute, die gerne den Crash produzieren würden. Und weil die Menschen, die Massen, die normalen Menschen wollen keinen Crash, die bringen dann ihr freies Graugeld auf den Markt und verhindern den Crash. Aber haben die Banken denn nicht ein Interesse eigentlich an immer mehr Insolvenzen? Denn wenn jemand pleite geht, dann kann die Bank ja die Sicherheit einkassieren. Ob es jetzt die Immobilie ist, das Auto, andere Sachwerte, so wird ja eben auch das Vermögen umverteilt. Man hat ja, das stimmt schon. Und die Banken haben eben nicht so viele Leute, denen sie dann die Immobilien zum Bewohnen geben können. Die Masse der Bewohner ist zu gering. Der Zufall von Werten für sie ist gigantisch, das stimmt. Ja. Also wenn du dein Haus verpfänden musst der Bank, dann kriegst du ja nur 50% vom Kredit, sie kriegt aber 100% vom Haus, wenn du Konkurs gehst. Ja, klar. Ja, aber wenn sie es, und du weißt ja, wie viel auf den Versteigerungen eben wiederum weitergegeben werden, und dann verliert die Bank bis maximal 50%. Das heißt, sie will immer 50% vom Geld, das sie eingesetzt hatte, will sie zurückhaben. Weil bis sie den Konkurs ja bei dir durchführen kann, die Versteigerung, gehen 1 bis 2 Jahre ins Land, und eine Bank muss, wenn sie dich schon als nicht mehr solventen Kreditnehmer einstuft, muss sie jährlich 25% der Kreditsumme abschreiben. Also ist sie nach 2 Jahren, wenn sie noch die Hälfte kriegt, ist sie immer noch auf Null für sich in der Bilanz, weil sie ja schon Vorsorgerückstellungen gemacht hat. Ja, noch dazu haben wir ja die Bilanzverlängerung, wie heute Geld erschaffen wird. So ist es. Also eigentlich müssten wir die Schulden gar nicht zurückzahlen, von den Zinsen mal abgesehen. Bin ich nicht ganz der Meinung. Ich finde immer, unter ehrlichen Menschen, die sich an Gesetze halten, ist das Argument für mich nicht schlagend, weil ich sage, der andere hat mir ein Geld geliefert. Wie er es geschaffen hat, kann mir egal sein. Ich habe ja unterschrieben, er gibt mir, und er hat es mir auch gegeben, ich habe dafür was gekauft, also bin ich ihm die Rückzahlung schuldig. Ja, das stimmt, man hat ja auch den Vertrag dazu geschlossen. Genau, und das ist bei mir in dieser Software die Grundehrlichkeit, die muss gegeben sein. Also sagen, ja, der Klausner macht ja da nur die Zahlen im Computer, also wieso soll ich dem was zurück? Wenn wir so argumentieren, können wir es gleich vergessen. Ja, verstanden, aber wann startet dieses System, wie, also wenn ich jetzt heute als Konsument in diesem System agieren möchte. Sprich, ich möchte mir Kleidung kaufen, Nahrungsmittel, Trinkwasser, ein Auto. Wie geht es? Oder wann startet es? Ich würde sagen, jetzt startet es so, jeder eröffnet ein Konto. Ich möchte so schnell wie möglich die 100.000 Kontoeröffner haben. Jetzt sind wir bei 870 schon. Ja? Und das ist aber nichts natürlich nach 10 Jahren. Wenn man hier solche YouTube-Kanäle wie jetzt deine, die hier an der Wand steht, motivieren kann, weil alle, die hier im Team sind, sich schon über diese Konten teilweise bezahlen lassen, teilweise 20%, 30%, nur zum Testen, und sagen können, Moment, das ist eine tolle Sache, wir empfehlen das. Ich brauche Empfehlungsgeber, ich brauche Koryphären, Professoren, Leute, die als Leaderpersönlichkeit im Publikum akzeptiert werden, die sagen, ich habe es getestet, das ist gut, das kann ich empfehlen. Weil die Masse wird das nie sofort verstehen. Jetzt haben sie das alte Geld nicht verstanden, wieso sollen sie das neue verstehen? Also wenn man sagt, ja du, das geht 100 Jahre, bis das jeder kapiert,
dann vergesse ich es. Ja? Ich weiß aber, ich brauche nur Leader-Persönlichkeiten, die das prüfen, sagen, das ist gut, ich empfehle es und dann machen das 100.000 Leute. Und sobald wir diese Masse haben, haben wir maximal, ich sage jetzt mal 30% der Güter käuflich in diesem System. Solange ja der Staat die Gesetze hat, Steuern sind in Landeswährung zu zahlen, Bankzinsen sind in Bankengeld zu bezahlen, Versicherungsprämien sind in Bankengeld zu bezahlen, das ist ja ein geschlossener Club, die sagen, wir wollen unser Geld, das wir schaffen. Ja? Wir wollen nicht das Euro-Weggeld. Ja? Also es fallen 50-70%, also 50% mal sowieso weg, ja? Und 20% noch so, aber für 30% der Produkte sind wir freie Unternehmer frei, wählbar, welches Zahlungsmittel wir annehmen. Und ich erkläre auch, fangt mal an mit 10%. Ich habe Businesspläne zu diesem Produkt. 10% vom Bruttosozialprodukt dieser freien Menschen, das genügt, um es zu testen, um nachher, dass diese Koryphären sagen, das ist genial, das funktioniert. Ja? Und jeder fängt ja an, und jetzt kommt eine entscheidende Geschichte auch. Wir fangen ja mit was komplett Neuem an. Das nennt sich Zahlungssystem. Und in einem Zahlungssystem muss das frisch geborene Kind und der Opa, der schon in Rente ist, müssen da drin Platz haben. Weil jeder sagt mir, ach, ich kann ja nichts mehr liefern. Ach, ich muss an E-Shop, muss ich was reinstellen. Ich weiß nicht, was ich da reinstellen soll. Ja, das spielt keine Rolle. Auch wenn du nur reinschreibst, ich bin ein Mensch, habe zwei Hände, zwei Füße und einen Geist, der noch logisch denken kann, vielleicht kann das jemand gebrauchen zum Babysitten. Ja. Der Opa hütet die Kinder. War ja früher mal so. Und dafür verlangst du 30 Euro, 20% in virtuell oder bei Babysitten hast du ja keine Fixkosten. Da kannst du auch 100% jetzt in dieser virtuellen Währung nehmen, ja? Hast eine Gutschrift, hast eine Anerkennung deiner Leistung. Du wirst geschätzt, gewertschätzt, ja? Du kannst einen Wert dem anderen verrechnen, der auch so ein Konto hat, ohne dass es den anderen Verlustängste erzeugt, weil der Opa will Geld fürs Kind hüten, das der andere nicht haben kann. Wir haben viel zu wenig Geld in Umlauf, oder? Also sind die Leute mit Geldzahlungen sehr blockiert und sehr zurückhaltend. Und dann bieten wir auch unsere Leistung nicht an, weil wir wissen, der andere könnte sie ja in Geld gar nicht zahlen. Aber in einer Gegenleistungsverpflichtung, genannt Euroweg, sind wir alle liquid. Nämlich Liquidität heißt hier, die Zahlen aufschreiben. Nichts anderes als eine Buchung zu machen. Ja? Und eben so können wir das Bewusstsein ändern, die Masse kann es testen, die Koryphären der Masse, die das dann erklärt, am Schweizer Fernsehen und die Volksinitiative, die das auch schon vorstellt. Es gibt Lösungen, dass man in gesättigten Märkten die Überproduktion gerecht verteilen kann. Der Mensch will ja immer gerecht verteilen, also immer gerecht behandelt werden. Das, was er gibt, will er auch wieder was zurückbekommen. Und dieser Gewinnschutz, den ich als Grundthese ja habe, der heißt ja nichts anderes, wenn ich jemandem was gebe, bekomme ich mehr zurück. Das ist ja die Motivation. Mhm. Ja? Wenn ich dir was gebe und ich kriege nur noch die Hälfte zurück, dann höre ich nach dem dritten Mal auf, dir was zu geben. Macht auf Dauer keinen Spaß. Macht auf Dauer keinen zumindest Spaß. Werterhalt oder eben auch eine Art Gewinn an dem ganzen Geschäft untereinander will jeder Mensch haben. So, warum soll er sonst etwas tun? Also wir halten mal fest mit dem System des elektronischen Wechsels, dieser Verrechnungseinheiten. Es gibt Produkte, die man damit schon beziehen kann heute. Wir können also unsere Fixkosten noch im alten System bedienen und können aber im Prinzip uns mit positiven Dingen im neuen Verrechnungssystem schon bewegen. Wie geht denn das praktisch vor sich? Ich möchte noch nicht, dass jetzt die Leute sagen, ich will jetzt über das System viel Ware einkaufen. Ich kriege ja 33.300 Euro weg Warenkredit. Die will ich jetzt sofort in Ware haben. Ja? Mhm. Egal, wann ich was zurückliefern. Ich gebe denen gar. Ich will jetzt das System mal ausnutzen, mal schauen, ob man das ausnutzen kann. Ja? Ich sage auch, nein, noch nicht. Darum ja, wir wollen staatstragend werden. Wir wollen zuerst die politische Schiene gehen. Wir wollen über Verfassungsrecht gehen. Wir wollen genügend Geld haben, den Politikern zu sagen, wir übernehmen jetzt euren Laden, wir machen es besser. Ja, ihr könnt
bei vollem Lohn in Rente gehen, auch wenn ihr jetzt 40 Jahre alt seid. Es gibt keine Verlierer bei uns. So, also da gibt es keine Kämpfe, meiner Meinung nach. Und darum haben wir das Cash-Konto, das zweite, integriert als Sicherheit. Konto eröffnen, beide Konten, den Warenkredit bekommen, Produkte einstellen, damit andere sehen, ah, da gibt es ja was zu kaufen. Ja? Und dann das Cash-Konto auffüllen. Was heißt Cash-Konto auffüllen? Von deiner Bank auf unser, wir haben ja eine Partei als Konto, transferieren und von dort wird es genommen und auf dein Konto außerhalb der Banken auf dieses Euroweg-Cash-Konto gut geschrieben für ewige Zeiten. Ich sage jetzt mal, solange du es nicht ausgibst, steht es hier. Ich habe die Konten von Leuten, die sind 12 Jahre, der Betrag steht immer noch im Guthaben dort, ja, in Cash, ja. Hat sich natürlich durch den Zins, den es bei uns nicht gibt, weder nach Minus noch nach Plus verändert. So, und damit kannst du Gelder umschichten. Und wenn man ja sagt, ob PayPal oder Bitcoin, ich lege nur meine Eier in andere Schächtelchen, ja, Schatullen oder Tresore, können wir dem sagen, für den Fall des möglichen Crashes. Wir haben ja vorher gesagt, es gibt Leute, die den Crash gerne hätten. Ja. Dann, und auch all diese Kryptowährungen sagen, was die Masse ja sucht, außerhalb der Banken. Ja, dann ist die Freiheit da. Dann können wir uns endlich aus der Knechtschaft der Banken befreien. Das hat man heute langsam kapiert in der Masse. Also niemand hat mehr ein positives Bankenbild, oder? Ja, größtenteils zu Recht, würde ich auch behaupten. Ja, ja. Ja, also frei von Banken, wow, super, das möchte ich sein. Hier sind wir frei von Banken. Frei vom Staat, bei anderen Kryptowährungen auch ein Argument, sage ich, Moment, der Staat sind wir. Ja? Wenn ich weiß, wie ich den Staat auf eine neue ethische, spirituelle Grundlage stelle, dann ist das für mich kein Argument. Ja? Aber frei von einem materialistischen, ich sage jetzt mal räuberischen Bankensystem. Das soll das Ziel sein. Aber der Staat würde ich noch integrieren. Ja, da können wir, glaube ich, auch wirklich alle mitgehen. So ist es. Du hast ja zum Thema Staat, soll das die Basis sein für, für auch ein System frei vom räuberischen Bankensystem? Mhm. Du hast ja eine Partei gegründet. Ja. Ist das für dich das Instrument, das auf Staatsebene zu regeln? Was sind da die Ziele? Wie wird das passieren? Genau. Die Partei ist generell, man muss ja Ziele haben. Ja? Also mal Wohlstand für alle, Verfassungsartikel 2, umsetzbar machen. Und dann habe ich noch etwas gelernt, also Ziel zu erreichen, sagen wichtige Leute, oder ein Wichtiger hat das mal in einem Vortrag gesagt, die Partei, die alle 43 Steuern auf 3 reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Wir waren jetzt ja gerade beim Thema Staat. Bei diesem Warentransfersystem integrieren wir den Staat. In dieser Software ist der Staat integriert. Er bekommt seine, und jetzt halte ich gut, 12% Transfersteuer. Ich sage es nicht mehr Mehrwertsteuer. Von jedem Warentransfer kriegt er 12%. Ohne Vorsteuerrückführung. Ja? Mhm. Also wir reduzieren den Staatsbeitrag von 20 in Österreich, Deutschland 19 auf 12. Habe ich alles ausgerechnet. Ich bin ein bisschen mathematisch vorbelastet. Und ich will immer meine Zahlen zuerst als Überprüfung. Der Staat kann sich problemlos mit dieser Transfersteuer bestens finanzieren. Was ich auch noch nicht gesagt habe, das System, das wir dann anbieten als Ersatz für die Banken, und es dürfen auch bei uns Banker dann einsteigen, das sind dann bei mir die Wegbegleiter, die kriegen 1%, das System bekommt 1%, damit bin ich ungefähr wie Bitcoin und die anderen Alternativanbieter. Ich bin viel billiger als PayPal. PayPal verrechnet 4-5% Transfer. Ja. Ja. Und jetzt kommt aber etwas Entscheidendes noch, das ich technisch noch erwähnen möchte. Eine rein virtuelle Währung braucht eine Konkursabsicherung. Das heißt, ich muss jedes Konto, ich muss etwas vorausstellen. Eine neue Geldwährung braucht ein Kreditsystem. Okay. Und all diese Kryptowährungen, ich habe heute nochmals am Morgen oder gestern Abend nachgeschaut, Kreditsysteme von alternativen Währungen, Bitcoin und. Die kennen das gar nicht. Gibt's gar nicht, ne? Du musst mit altem Cash sowas Doofes kaufen und hoffen, dass es mehr wert wird. Ja, für etwas, was ich eigentlich als Zahlungsmittel einsetzen möchte, kann ich sowas doch gar nicht gebrauchen. Ich würde mich ja selber bestrafen, wenn ich Bitcoins kaufe für 1.000 Euro und sie als Zahlungsmittel ausgebe, wenn sie könnten ja in der Woche 1.500 wert sein.
dann halte ich die zurück. Das heißt, die Idee, dass man Geld ja im Umlauf immer pushen sollte, wird ja dort gerade blockiert durch die Möglichkeit einer Wertsteigerung. Genau, Spekulation. Kann man vergessen. So, wir haben eine Konkursversicherung. Den Staat integrieren wir mit der Transfersteuer. Der kriegt online das Geld und zwar immer gleich bei Bestellung. Ist es sowas eigentlich wie damals quasi der Zehnte? Also der Staat ist mit Zehnten dabei, in dem Fall mit 12%, aber damit wäre doch alles erledigt, oder? Und immer dann, wenn du lieferst, nicht erst Ende Jahr. Ja. Das heißt, der Faktor Zeit wird in diesem System auf Null gestellt. Es ist alles Realtime, das ist ein Begriff aus der Computerbranche. Ja. Realtime heißt unmittelbar, sofort, jeder hat sein Guthaben. Gefällt immer. Mir gut. Hä? Nicht auf Hoffen und wie machen wir das, Vorsteuer zurück und hin und her und... Und immer den Faktor Zeit drin. Ja. Und mit dem Faktor Zeit wirst du beurteilt, bist du ein guter oder ein schlechter Mensch. Der Gute ist der immer sofort bezahlt, der Schlechte ist der länger braucht zum Zahlen und der ein halbes Jahr braucht, der wird als Ganove liquidiert via Konkurs. Ja? Dummheit. Genau. Ja? Also Realtime, da sind alle gut. Genau, Realtime sind alle gut. Und weißt du, diese Ethik, die man dem Menschen eigentlich als Schöpfergott eigentlich gestehen müsste, die wird durch diesen Faktor Zins plus Zeitverknüpfung innerhalb von kürzester Zeit eliminiert oder ruiniert. Du wirst sofort, weil du bis dann nicht bezahlt hast, zum schlechten Menschen, Typ. Zum Schuldner, zum dann zum Pleitiger. Haben die Menschen Angst vor dem Wort Schulden. Aber echt, etwas muss ich noch sagen. Wie kommen wir auf die Welt? Was machen wir die ersten 10 Jahre unseres Lebens? Wir machen ja pausenlos Schulden. Naja, wir haben mehr oder weniger eine gute Zeit, noch keine Verantwortung und wir kommen erstmal als menschliches Wesen auf die Welt. Ja. Aber wir haben doch einen Generationenskreditvertrag. Also jeder Mensch kommt auf die Welt und er weiß es nicht, die Eltern wissen es, er schließt einen Kreditvertrag mit den Eltern ab, die dann hoffen, dass in der Rente der Eltern der Kleine den Kreditvertrag zurückbezahlt. Genau. Und das macht das System. Ja. Und dass das System vor dem Crash steht, diese 8 Wissenschaftler, ich hatte jahrelang immer die Nationalbankstatistik vor mir, also in meinen Vorträgen, habe nachgewiesen, dass die Geldmenge seit Jahren abnimmt, also spätestens seit 98 oder seit 2000, da die blauen Zahlen, da war die Geldmenge im Umlauf immer noch stabil im Verhältnis zu den Zinsen, weil man muss immer wissen, wenn eine Volkswirtschaft Zinsen bezahlen muss, ich habe durchschnittlich 4% angenommen, ja, dann fließt Geld auf eine Bank zurück, die ja nicht am Konsum teilnimmt, sondern die das Geld bunkert. Mhm. Darum ja Silvia Gesell, umlaufgesichertes Geld, Plan B, das ist alles alter Zopf. Ja, stimmt aber, in der Grundthese stimmen die. Ja? Mhm. Darum werden sie auch heute noch kommuniziert. Aber sie sind nicht lösungskonform. Man kann nicht sagen, wie viel Geld verschwindet. Ja, ich muss schauen, dass es dort wieder rausgeholt wird. Ja, wenn die Banken sagen, wir haben Gesetze, wir dürfen es nur den Großen geben, den Sicheren geben, den Solventen geben und den Häuslebauer, aber ja nie einem Jungunternehmer oder einem Konsumenten oder einem Staat. Ja, der macht ja Inflation. Ja. Also dann kriegt der Konsum das Geld nicht mehr. Und dann verschwindet das Geld auf den Banken. Und jetzt endlich gibt es von diesen Professoren eine Grafik, die habe ich erstmals gesehen dieses Jahr, was ich schon seit 20 Jahren predige, dass die Geldmenge im Markt kontinuierlich abnimmt. Und dass wir darum Deflation haben, Lohndumping haben und alle nach dem Geld suchen. Jeder braucht 2, 3 Jobs. Ja. Und dieses Problem hat endlich mal noch ein anderer Professor auf den Punkt gebracht, dass es die Sparer sind. Aber wer sind die Sparer? Das sind nicht die Hausfrauen. Aber die richtig großen Sparer, ich habe mal hier früher die Lohnsummen genommen, 5% Lohnsumme, also aus der Lohnsumme von 267 Milliarden in der Schweiz verschwinden auch 79 Milliarden wieder auf Banksparbücher. Und dort sind sie wieder wie im Tresor fix festgehalten. Ja? Also wir entziehen aus dem ökonomischen Kreislauf jedes Jahr, und jetzt kommt die Grafik, die der Heiner Flassbeck mir vor ein paar Tagen gezeigt hat. Mhm. Er sagt, aufs Bruttosozial, ich habe vorher auf die Löhne die Rechnungen gemacht,
Da sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg alles Zwangssparkässli. Die Rente muss zwangsgespart werden. Eben früher hat der kleine Knirps gewusst, dass er am Schluss die Eltern ernähren muss, ohne dass der Staat gesagt hat, er muss in die Rente einzahlen. Genau. Hat man das freiwillig gemacht. Ein menschenfreundliches, freiwilliges System. Da müssen wir wieder hinkommen. Ja? Wir brauchen keinen, der uns aufoktroyiert, wo und wann musst du sparen. Diese Sparerei hat uns dieses Problem gebracht. Ja? Da haben ein paar Gesetzesmacher da gesagt, wir müssen den Leuten jeden Monat 10% Geld aus der Tasche ziehen, damit wir unsere Projekte realisieren können, damit wir genug Geld haben, für unsere Banken aufzubauen, unsere Macht aufzubauen. Ja, und jetzt haben sie sich zu Tode gesägt. Jetzt haben sie mit diesem Zwangssparen den Markt gesättigt und entziehen dem Volkskreislauf immer noch Geld. Und das ist ihr Eigentor. Wollen sie nur nicht zugeben. Also ich würde mich wundern, wenn das denen nicht schon lange langsam klar geworden ist, dass diese Zwangssparerei, eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg durch Zwangsrente, Lebensversicherungen, dass das eigentlich ihr Eigentor ist, womit sie jetzt sehr wahrscheinlich baden gehen. Unter Umständen haben es einige kapiert. Ich habe aus eigener Erfahrung noch nicht mal einen einzigen Bankvorstand getroffen, der mir den Geldschöpfungsprozess der Giralgeldschöpfung oder Buchgeldkreierung, die Bilanzverlängerung mal richtig erklärt hat. Also da habe ich schon meine Zweifel, ob die Banker es wirklich wissen. Die wissen es nicht. Nein. Wenn sie es wüssten, würden sie morgen den Job kündigen und sagen, ich muss aufhören. Ja? Also, ich habe ganz toll erfahren vom Herrn Heiner Flassbeck, den ich sehr schätze, den würde ich gerne in unsere Partei einladen. Vielleicht kriegst du das mal hier in einer Runde zusammen. Wir wollen ja mehrere Koryphären mal zu Talkshows einladen, die unser System vorher prüfen und ihr Statement dazu abgeben, eben damit das Volk es annehmen kann. Er hat also gesagt, das Volk spart pro Jahr 10% vom Bruttosozialprodukt. Und diese 10% verlassen eben den volkswirtschaftlichen Kreislauf, ja. Na gut, und niemand weiß, weil er eben das Geld verschwindet auf Tresoren der Bank, die eben Gesetze haben und es nicht jedem geben dürfen, ja. Vorher habe ich noch vergessen zu erwähnen, ich habe dann ausgerechnet, oder die Zahl ist bewiesen, die Umlaufgeschwindigkeit von Geld hat sich von früher mal 100 auf 2,5 reduziert. Oh, ist ja gewaltig. Ja, gewaltig. Eben diese Zwangssparerei hat dazu geführt. Alle Geldtheorien von Adam Smith angefangen bis zu den um die 1900 rum geschriebenen Bankbüchern, die gehen immer von einem gigantisch schnellen Geldkreislauf aus. Aber ist ja immer weniger geworden. Der stimmt gar nicht. Hm. Und Silvio Gesell wollte nochmals den Geldkreislauf beschleunigen. Alles richtig, alles antike Theorien, aber nicht mehr zeitgemäß. Ich nenne das immer im Nebel noch ein bisschen schneller fahren. Kann gefährlich sein. Ich würde sagen, ja. Okay, man muss wissen, wie viel Geld das Volk pro Tag braucht. Dieses System der Verrechnung kann zu jeder Stunde sagen, wie viel Kredit das Volk braucht, um all die Bestellungen buchen zu können. Weil bezahlen heißt nur noch buchen. Ja, ich vermute mal, wenn die Banken dieses System verstehen, dann werden sie keine großen Fans von diesem System werden. Wie soll ich jetzt das verstehen? Wenn die das verstehen, wissen sie, dass die logische Zukunft ist. So habe ich das schon bestätigt bekommen. Ja? Dann wissen sie, wenn das Volk aufwacht, Buchhaltung beherrscht, jemand, der ihnen das so erklärt, eben, mir hat mal, als ich Buchhaltungskurse gegeben habe, hat mir mal eine Schülerin gesagt, jetzt habe ich das 4 Jahre studiert und bei Ihnen habe ich es in 3 Stunden endlich kapiert. Ja? Du siehst, es gibt von 4 Jahren bis zu 4 Stunden, also Variationen. Ja? Und jetzt hier erkläre ich noch gerne dazu, wenn schon diese Gesetze, die sich die Banken, gut gemeint natürlich, wir geben das Geld nur den sicheren Kreditnehmern. Ja? Jetzt entschwindet 10% jedes Jahr aus der notwendigen Volkswirtschaftsökonomie. Dann müssen wir doch logischerweise eine Alternative haben, um diese 10% aufzufüllen. Genau. Und wenn ja 10% im nächsten Jahr wieder weniger 10%, wieder weniger 10%, das ist jetzt hier die grüne Linie, dann haben wir nach 5 Jahren noch so rund 48-50% vom alten Geld. Weil es die Banken und die Sparer der Großkonzerne, die haben alles, die gehen nicht in den Supermarkt oder kaufen eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank oder bauen sich das 27. Haus neu, oder? Machen Bauwirtschaftsbelebung mit dem Spargeld. Machen die nicht. Man sagt ja,
es gibt gigantische Geldfriedhöfe. Das ist damit gemeint. Die Geldfriedhöfe sind das Geld, das von Banken nicht mehr in den Konsum und die Ökonomie fließen kann, weil die haben kein Motiv. So, dann muss doch das Volk selber sich eine Alternative schaffen, um die Lücke zu füllen. Das ist euer Weg. Ja, und wie kriegen wir die Menschen und die Partei jetzt in das System rein, dass wir loslegen können? Das wäre ein nächstes Video. Das wäre jetzt diese Antwort, die brauche ich in einer Stunde. Aber okay. Ich gebe dir schnell einen kurzen Hinweis. Ich habe die Folie schon mal mitgenommen, die ich dann demnächst hier auch erklären werde. Wenn wir über die politische Schiene, weil wir haben das Geld, wir haben das Wissen, wir haben die Software und wir können ein System, das vor dem Konkurs steht, retten, dann müssen wir es Konkurs anmelden. Das heißt, eine Staatsmacht, die einfach nur Konkursverschleppung macht, die will einfach der Realität nicht ins Auge schauen. Ja, oder? Klar. Einfach mit Scheuklappen, einfach geradeaus weiter. Immer Zeit kaufen. Nur genau, Zeit kaufen, das ist der richtige Ausdruck. Irgendeiner muss man sagen, Jungs, Augen auf, wir sind pleite, verkünden wir das. Genau. Ja, morgen im Fernsehen, in der Tagesschau kommt, liebe Leute, wir sind pleite. Die Schulden können wir eh nichts zurückzahlen, war auch nie vorgesehen. Zinsen, Gott sei Dank, haben die Banken, ich rede so, wie wir in 4 Jahren reden, gell? Ja. Die haben Gott sei Dank vor 5 Jahren schon den Zins auf Null gestellt, dass wir nicht ständig mit Zahlungsaufforderungen konfrontiert wurden, mit Fälligkeitsterminen, die wir eh nicht einhalten können, oder? Also Gott sei Dank haben die Geldforderer eingesehen, dass sie mit dem Schwachsinn aufhören müssen, sonst hätten wir schon vor 5 Jahren Konkurs anmelden müssen. Das ist ja das, was Markus Krall für 2020 prophezeit. Klar. Ich weiß, die werden den Trick finden, wie die, ich sag, das ist das japanische Modell. Die Japaner haben 400% Gesamtschulden zum Bruttosozialprodukt, also 4-mal mehr Schulden, als das ganze Volk pro Jahr produziert. Mhm. Funktioniert auch doch, oder? Also bei uns können wir die 4 Jahre tatsächlich noch mit, ich sage jetzt, dem Klappe halten. Soll ja keiner laut reden, dass wir pleite sind, obwohl wir sind. Ja, ja, also bitte, Geheimnis. Ja. Ich mache zwar ein Video drüber, aber jetzt mache ich die Kurzversion und sage, schaut mal, dann, die Staatspleite wäre nur die zweitteuerste. Die billigste ist nämlich, wenn wir alle Unternehmer pleite gehen lassen. Aber das wäre ein Chaos, das kannst du der Masse nicht verkaufen. Dann gibt es Bürgerkrieg wahrscheinlich. Also wenn der Krall recht hat, wir hätten, seine These heißt ja, die Banken haben durch den Nullzins viele Zombie-Firmen am Leben erhalten, die eigentlich vor 5 Jahren hätten alle pleite gehen müssen. Jetzt hat es nicht 1,5% Pleitefirmen gegeben, sondern jetzt haben sich schon 10% theoretische Pleite. Aber mit so einer Hanebüchern, für mich auch antiken These, der Zins sei der Preis für das Geld und das Geld und der Zins sei ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens. Und wenn das Unternehmen den Zins nicht erwirtschaften kann, ist es eben nicht rentabel und dadurch pleite. Ist doch doof. Das sehe ich jetzt auch nicht so. Also Zins ist ja, wenn überhaupt, in den angeblich freien Märkten praktisch ein Preis fürs Risiko, wenn ich 0% Zinsen habe. Ich kriege irgendwo 4 oder 8% Zinsrendite, dann ist es ein Preis fürs Risiko. Richtig, genau. Und nicht, eben nochmals, wenn die Gewinnmarge schrumpfen durch die Marktsättigung, dann ist das doch nicht die Schuld eines Unternehmers, dass er natürlich bei null Gewinn auch nicht mehr Zinsen zahlen kann. Ja. Dann ist wieder das Problem, das der Herr Markus Krall auch nicht thematisiert, die Nullgewinne der Marktsättigungsproblematik. Von dem redet er nicht, er ist ja Bankenfachmann. Also lassen wir ihn. Seine Zahl, von ihm habe ich übernommen, 4.500 Milliarden würde ein Bankencrash kosten. Wenn die Banken also nächstes Jahr pleite gehen, ist das der teuerste Crash, den wir uns vorstellen können. 4,5 Billionen Euro ist ein Wort, ja. Das ist schon was Heftiges, ja. Das ist also, das Bruttosozialprodukt der EU ist 14 Billionen, das ist schon 4 Billionen ist 30%. Ja. Bald ein Drittel, ja. Ja, ja. Und der Staatsbankrott, jetzt kommt's ja. Was heißt Bankrott? Ich kann die Gläubiger nicht befriedigen in der Währung, die Gläubiger sich vorstellen, sie bräuchten dringend Euros. Wenn du bei mir Gläubiger bist, also ich habe bei dir Schulden, ich bin der Staat und du bist das Bankensystem, ja? Wenn ich dir sage, liebe Bank, ich zahle dir mit
ich schenke dir alle Grundstücke der Schweiz als Abdeckung der Forderung. Und wenn du dann so doof bist und sagst, nee, ich will Banknoten, dann gehe ich halt pleite. Verstehst du? Wenn man mit dir aber reden kann in einer Alternative und sagen, ja, wir kreieren jetzt ein neues Zahlungsmittel, das heißt Euroweg, die virtuelle Version, und wir richten uns gegenseitig je ein Konto hier ein, ja, du als ehemalige Bank, ich als Staat, ja, und bei Euroweg fangen wir an wie die Babys, die gerade auf die Welt gekommen sind, nämlich mit Blankokredit, ja, und mit einer Zeitschiene, die ich sagen kann, ich zahle es vielleicht nach einem Leben, wenn ich dann in Rente gehe, zahle ich dann das, was wir jetzt ausmachen, als Konkursfälligkeitssumme. Da decken wir dann. Und wenn du sagst, ja, Zins haben wir ja sowieso eliminiert, also Faktor Zeit spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ich das Recht habe, und Geld ist immer ein Rechtstitel, oder? Und ein solches Kontosystem auf der Basis des Staates ist ein juristischer Akt, das ist ein Rechtstitel, an den sich dann alle halten, auch per Gesetz, weil man ja damit auch Steuern bezahlen kann. Ja? Dann hat doch die Bank kein Problem mehr, dann geht sie ja nicht pleite. Und dann kommt das, was ich mache, dann übernehmen wir sie jetzt in unserer Partei, das war zwar vorher das Bild, das haben wir nicht ganz genau gesehen, dann werden die Banken zu sogenannten Wegzentralen, sprich Business Center, sprich politische Informationszentralen, dann sind die Banken multifunktionale Technologiezentren. Okay. Interessanter Gedanke. Also wir binden die Banken mit ein über dieses Richtig. System sozusagen. Richtig, genau. Okay. Jetzt hältst du ja auch viele Vorträge zu diesem Thema, um auch die Menschen zu erreichen. Mhm. Wie geht's denn da konkret weiter? Wir werden ja weitere Videos auch machen, um das zu vertiefen, ja, denn genau. Das mit diesem elektronischen Wechsel, denke ich, ist ein wichtiges Thema. Wir haben den Faktor Zeit eliminiert und wir lassen im Prinzip parallel zum alten System, bauen wir ein neues auf. Mhm. Und was werden denn jetzt die nächsten Dinge sein, die wichtig sind? Gut, die Parteien haben wir gegründet. Hier sehen wir noch die Folie, 10. Januar in Solikon dieses Jahr. Was sie macht, kann man hier lesen. Das ist ein bisschen viel Text, kann jeder Zuschauer hier das Video schnell anhalten und selber lesen. Das zu erklären, wären eben weitere Videos. Konkret, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen 100.000 Mitglieder und ich habe es immer über Genossenschaften gesammelt. In der Schweiz ist die Genossenschaft die perfekte Form. Wir bauen jetzt diese Wegzentralen überall auf. Ich brauche in jedem Kanton der Schweiz ein etwas größeres Gebäude, also nicht gerade eine Bank, aber so Hotels, die schon überall rumstehen, leer stehen seit Jahren. Eines haben wir jetzt gerade angeboten bekommen. Wer bei uns entweder auf sein Cash-Konto was einzahlt oder direkt Genossenschaftsanteile kauft oder auch von der Software Aktienbeteiligungen kauft. Auch bei den Immobilien, wenn das Projekt schon eine Aktiengesellschaft ist, können wir Aktien anbieten. Alles in der Schweiz. Ja, man weiß ja, Schweiz ist geldmäßig noch vielleicht das sicherste Land. Dann kann man sich bei uns beteiligen. Man kann entweder an meine Vorträge kommen, die wir jetzt jeden Monat an 2-3 Orten machen, Anmeldeformulare vom Internet runterladen, Webseite wird dann eingeblendet und dann können sich die Leute einschreiben. Man muss diese Gemeinschaft jetzt physisch sichtbar bilden. Man muss wissen, wer gehört zu unserem Team. Muss man jetzt einfach sichtbar machen. Also man muss es sichtbar machen. Vorträge, die Events dazu, die wird es ja auch auf der Seite von Connective Events hier bei uns eben immer aktuell geben. Wo man sich weiter informieren kann, wird jetzt dann in der Bauchbinde entsprechend eingeblendet. Und man kann sich dann eben auch weiter informieren. Vielleicht magst du es aber noch mal kurz nennen, die wichtigsten Webseiten, wo sich Menschen informieren können, wenn sie jetzt mehr wissen wollen. Also wie mein Buch Humanwirtschaft heißt, heißt die Webseite human, aber nur Strich Weg. Human-weg.net oder www.euroweg.net ist dann die Software. Die zwei okay. Webseiten. Nein, es gibt auch noch die Genossenschaft solideo-geno.ch. Das in ist der Schweiz dann. Genau. Und das wäre jetzt auch mal die Einladung an die Zuschauer, wer einfach so die neuen Wege erkennen möchte, da mehr darüber wissen möchte, auch vielleicht erfahren möchte, wie werde ich Mitglied in dieser Genossenschaft, wie komme ich jetzt ins Team sozusagen an Bord. So ist es. Der kann sich dort entsprechend informieren. Und ja, ich danke dir schon mal sehr für das Gespräch heute. Was wäre denn dein wichtigster
Satz, den du einfach den Zuschauern für heute bezogen auf unser Gespräch gerne noch mitgeben möchtest? Diese Folie sagt es. Ja. Wir sind an einem Scheideweg. Materialismus gegen Spiritismus. Ja, die Zeiten sind rum. Ich habe sie hier noch unten rangeschrieben. 1998 ist der Wechsel von der Numerologie her definitiv gegangen, also eingeleitet worden. Und es gab ja schon mal Menschheitsvernichtungsszenarien. Die Geschichte ist voll, also mal nicht voll, aber man kennt die Sintflut. Einmal hat irgendein oberer Chef da gesagt, die Masse Mensch, die ist irgendwo in die falsche Richtung gelaufen, die müssen wir beseitigen. Ja? Wir stehen vor der dritten Menschheitsvernichtung. Ja? Wenn wir das, was wir jetzt hier diskutieren, nicht umsetzen, ich rede gerne mit dem Next, der auch so ein System hat, ein besseres System. Wir können uns kooperativ zusammenschließen mit dem Chinesen, mit dem Japaner, mit dem Russen, habe ich kein Problem. Das System ist nicht als Monopolsystem aufgebaut und es ist nicht ein Kreditgeber in diesem System. Jede Stadt hat ihren eigenen Kreditgeber, ja, ihren geistigen Rat. Es gibt eben nachher eine geistige Hierarchie in diesem System. Und das müssen wir machen, sonst sieht's etwas düster aus auf diesem Planeten. Die Schlacht von Kurukshetra war die zweite Menschheitsvernichtung. Die kennen die Hindus, weil die Bhagavad Gita davon ausgeht. Wir kennen die Sintflut, weil die in der Bibel steht. So steht in jeder Bibel irgendeine Menschheitsvernichtung als Warnung. Wehe, ihr geht zu lange in die falsche Richtung. Und eben darum nennt sich Humanwirtschaft auch mit einem großen M. Wir kommen jetzt in das neue geistige Zeitalter. Die materialistische Welt, die geht zugrunde. Ja, die ist vorbei. Und man sagt eben auch, das kommende Wassermannszeitalter wird uns in das goldige Zeitalter führen. Ja, darum sind wir alle hier. Ja, also ich würde sagen, mal eine geistige Mannschaft als Lehrer ist da. Und die Masse, die braucht nicht alles zu lernen. Das sind lange Lernphasen gewesen. Aber wenn Sie dann auf Ihre Leader-Persönlichkeiten, die wir jetzt mit dieser Sendung und vielen Sendungen noch suchen und motivieren müssen, wenn wir die im Boot haben, dann schaffen wir diesen Wechsel. Genau, also da sind jetzt alle eingeladen, die mit unterstützen möchten, sei es jetzt Leader-Persönlichkeiten oder auch im Sinne von Kooperation und Vernetzung, einfach Menschen mit entsprechendem Potenzial im Netzwerk. Mhm. Da kenne ich auch noch ein paar. Die werden wir jetzt dann demnächst an einen Tisch bringen, damit wir da gemeinsam eben in die Umsetzung gehen. Genau. Ja, also das war eine spannende Reise aus dem alten System, das nicht der Menschheit immer dient, auf dem Weg in ein neues System. Und ich habe jetzt auch verstanden, Euroweg heißt nicht weg mit dem Euro, sondern es ist ein Weg in ein neues, friedliches Miteinander. Und das stimmt mich doch sehr positiv bei all diesen Crash-Szenarien und schlimmen Prophezeiungen, die es ja alle in allen Ebenen und Medien mittlerweile auch gibt. Ja, und möchte mich jetzt sehr herzlich nochmal bei dir, lieber Hans-Jürgen, bedanken für die interessanten und vielen Informationen, die wir demnächst auch in weiteren Sendungen noch an einzelnen Punkten festmachen werden und ein bisschen näher erläutern werden. Also nochmal herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne, ich freue mich. Danke. Ja. Liebe Zuseher, das war Hans-Jürgen Klausner von System Euroweg im heutigen Gespräch mit einer Idee, wie wir uns friedlich in ein neues System hinein entwickeln dürfen, im Sinne einer gemeinsamen Kooperationsmöglichkeit. Jeder ist eingeladen, einfach einen Beitrag zu leisten, das mit zu unterstützen. Macht euch schlau, informiert euch auf den eingeblendeten Webseiten. In diesem Sinne, danke für euer Interesse. Viel Spaß in der nächsten Zeit. Gebt gut auf euch Acht und wir sehen uns wieder. In dem Sinn, bis dann.